Also, der hat geschrieben, die Ironie will es so, dass wir dann, wenn wir das Objekt unserer Wünsche erlangt haben, immer noch nicht zufrieden sind. Auf diese Weise nimmt die Begierde nie ein Ende und ist eine ständige Quelle der Schwierigkeiten. Das einzige Gegenmittel ist die Genügsamkeit. Dalai Lama. Spannende Auslegung, gell? Ja, das ist also, ja das. Das ist ja das, gegen was Esther seit 1979 anspricht. Weil sie, genau. sagt ja, und Abraham oder was auch immer sie da die Wahrheit channelt, für mich ist das die Wahrheit, dass das mit der Grund ist, warum es es hier überhaupt gibt. Die Schöpfung voranzutreiben, und die Schöpfung voranzutreiben geht nur über Wünsche, über Wollen, über weiter. Das Mantra des Universums ist more, more, more. Und nicht genau. Genau, wie sollen wir sonst die Unendlichkeit auch nur ansatzweise erfahren? Der Dalai Lama predigt an dieser Stelle leider Endlichkeit. Ganz genau. Und Unterdrückung, hä? Unterdrückung, ja. Predigt er. Und zurücknehmen und klein machen und nicht wert sein und sorry about Dalai Lama. Bye, bye. Ich habe lange von dem Guten verabschiedet, weil man kann auch gucken, wer seine Freunde sind, von wem er sich unterstützen lässt. Und dann sitzt er da mit einer dicken Rolex am Arm zum Beispiel und predigt Genügsamkeit. Ja, Mensch ist eh nicht so überzeugend, genau. Aber das Interessante, das habe ich ja auch schon mal irgendwo gesagt und ich habe auch nochmal nachgeguckt, ist ja wirklich, dass dieser Gautama Buddha da, der hat ja schon gesagt, es ist aber so, dass wirklich jeder Mensch eben das Universum ist und es nur nach außen also strahlt. Das finde ich als Grundaussage, das hört sich für mich richtig an. So ist das. So ist das. Was dann halt wieder alles da drumherum gebaut wurde, das ist ja wie beim Christentum. Ach, vergiss es. Forget it. Es ist wirklich, wie du das siehst, viele der großen Führer sind erfolgreich, weil sie Genügsamkeit predigen, sie selber nicht leben, aber die Menschen eine unglaubliche Resonanz durch ihre Konditionierung haben auf Genügsamkeit, sich nichts zu erlauben. Weil Genügsamkeit auf den ersten Blick dir erscheint als so kann ich zufrieden werden. Als Heilmittel. Weil du denkst, ich habe so viele Wünsche, es kann ja nie sein, dass die alle in Erfüllung gehen und dann werde ich immer unzufrieden sein und immer suchend sein. Und wenn ich jetzt aber sage, nee, das ist genau das Prinzip und ich komme sowieso nie an ein Ende, weil ich ja auch noch über das Nicht-Physische hinaus weiter existiere, ist es völlig wurscht. Ich kann einfach nur den Weg genießen. So sagt Esther und das ist die Wahrheit. Ich kann den Weg genießen, weil das Ziel, so wie wir eingetrichtert kriegen, gibt es sowieso nicht. Nein. Und der Weg ist das Ziel. Das haben auch viele Menschen noch nicht verstanden, was es bedeutet. Der Weg ist das Ziel. Weil es wird oft interpretiert, ja, vergiss das Ziel, das ist sowieso nichts. Sondern der Weg ist das Ziel, ist, wenn du ein Ziel hast, ein richtig geiles Ziel, dann erlaube dir, einen richtig geilen Weg dorthin zu bestreiten. Und erlaube dir auch, genau zu wissen, dass nach diesem Ziel das nächste kommt, weil sonst hast du keinen Weg mehr. Und wenn du keinen Weg mehr zu begehen hast, hast du keine Erfahrung, kein Erleben mehr, dann hast du kein Schöpfen mehr, dann machst du deinen Job nicht mehr. Ja, ja, genau. Und der Job ist nochmal mehr, neu, wie erschaffen, grenzenlos, endlos, universal zu werden. Das ist so krank, oder? Wenn unsere Gesellschaft uns das madig macht und sagt, es sei nicht gut, ja, und es sei unehrenhaft und es sei alles mit ganz, ganz schlechten Vibes ausgestattet. Das ist wie, wenn du einem Töpfer sagst, dass Töpfern scheiße ist. Ja, genau. Ja, genau. Wenn
Der ist angetreten, um ganz schöne Keramik, Vasen und so weiter und so fort zu schöpfen. Nee, Und lass doch den Klumpen. du kommst in sein Atelier und sagst, hey, das ist frevelhaft. Hör sofort damit auf, du darfst hier nichts schöpfen, weg damit, Finger weg von der Drehscheibe, Hände aus dem Ton und sei genügsam. Hör auf, Nimm den was. Ton, wie er ist. Ja, das ist das Gleiche. So sind wir Schöpfer hier und sind angetreten, Schönes zu erschöpfen. Wir sind angetreten, Schönes zu erschöpfen und es zu erleben. Ja, weil das ja unsere Welt ist. Es ist ja meine Welt. Ich bin ja die Schöpferin und ich will ja, dass das alles weitergeht und weitergeht. Und Und um wenn das ich mich, weiterzutreiben, habe ich. weil Ja. irgendwas Dalai Lama sagt, ich sei da, um Genügsamkeit zu leben und nicht zu schöpfen, sondern einfach nichts zu, dann habe ich mich halt so erschöpft als erschaffen, erschöpft. Genau. Dann bin ich Genau. erschöpft, weil Ja. Ich lassen verstehe. darf, ja. Ich denke, alle, die Genügsamkeit predigen, sind erschöpft. Ja, genau. Und Weil dann sie ihre eigenen Beschränkungen nicht bemerkt haben, dass die das sind, die sie zurückhalten von dieser Glückseligkeit. Und die Glückseligkeit, die hat ja nicht unbedingt mit Materialismus zu tun oder so, sondern das hat ausschließlich mit diesem Gefühl zu tun, das du hattest. Dieses Gefühl, boah, um das geht's. um das geht's. Es geht. Und dazu sind Gefühle da. Wir erschaffen Gefühle. Und nicht Gefühle sind da, um von uns gefühlt zu werden, sondern wir entscheiden, welche Gefühle wir erschaffen, um sie zu fühlen. Ja. Darum geht's. Und nicht so oh, das sind Gefühle in mir, die muss ich mal fühlen. Gefühle sind, also auch da bin ich wieder wirklich, also Esther hat echt alles schon richtig irgendwie gesagt. Die Gefühle, die brauche ich halt, um zu spüren, wo bin ich unterwegs? In welche Richtung bewege ich mich gerade? Wenn ich mich scheiße fühle, bewege ich mich garantiert nicht in die Richtung, in die ich will. Wenn ich mich gut fühle, bin ich on the road. Genau. Und Und das ist alles. da gibt Das es ist. keinen Gefühlscontainer in mir, der noch erlebt werden will an Scheißgefühlen. Ja. No. Muss erkannt werden, um was es da geht, woher diese Scheißgefühle kommen und dass die keine autonomen, eigenwilligen Geschöpfe sind, die ich durchfühlen muss. Nein, No. es ist unser Leitsystem, wie Unsere soll ich sagen, einfach unser Rot-Grün. Metermaß, in welche Richtung, unser Kompass. Im Grunde Gefühle sind der Kompass. Und wenn sich Scheiße anfühlt, dann bleibe ich mal stehen, aber muss nicht 100 Stunden durchfühlen, muss ja auch nicht 100 Stunden durchfühlen, wenn die Ampel rot ist, sondern ich warte, bis sie auf grün ist, ich sage, ich weiß, es wird grün, und während es grün wird, während ich auf grün warte, fühle ich mich doch nicht scheiße deswegen, weil die Ampel rot ist. Genau so ist es. Ja. Und muss ich nicht machen, aber unsere Gesellschaft erzählt uns, dass das zu tun ist. Und immer wieder diese Vorstellung, du bist krank, weil du unterdrückte Emotionen hast, die du noch nicht durchgefühlt hast oder die du nicht an die Oberfläche lassen möchtest, die du unterdrückst, weil du Angst davor hast, ja, Ja. so, da könnte ich gerade wieder kotzen, weil mich hat es Lebenszeit gekostet, diese Überzeugung. Ja, und dabei ist es eigentlich nur, warum du dich schlecht fühlst, ist einfach nur, weil du dir nicht erlaubst, die Freude zu fühlen, die du bist. Ganz genau. Das ist alles, das klingt banal, aber es ist das Einzige, warum das so ist. Aber da kommen halt dann wieder solche Gurus und die sagen dir, nee, 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 du bist nicht gut genug, weil du hast unterdrückte Gefühle. Und diese unterdrückten Gefühle, die machen dich nämlich dazu, dass du einfach halt noch besser werden musst. Und da musst du jetzt erstmal durch. Ja, und das Gute ist dann eben auch, wenn es einfach heißt, ja, bei beiden, bei Gotthard und da sind die sich ja so ähnlich, die sagen dann einfach, es gibt es nicht, Gurus. Vergess alle Gurus dieser Welt. Du hast es eingebaut. Du bist das. Du bist dein eigener Guru. Du bist dieses Göttliche und du kannst Verbindung machen und dann kannst du glasklar, weißt du, wo du lang musst. Du hast alles in dir, du brauchst keinen von außen, der dir das gibt. Genau. Und das lernen wir, den Und Leuten. so ist es. Diese Erkenntnis, auf die wollen wir hin.
dass du verstehst, ich bin's und so fühlt sich das an und so hört sich das an, wenn ich mit mir selber kommuniziere. Gell? Und irgendwie sind wir ein Tribe und da darf man kurz mittriben, aber dennoch tribet jeder für sich selber, weil es gibt halt keinen anderen da draußen. Nein, nein. Es gibt niemanden, deswegen, das ist auch für mich jetzt nochmal, diese Alleinreise ist so, macht mir so klar, früher, wenn ich allein gereist bin, habe ich immer gedacht, oh, warum ist niemand mit mir, warum kommt keiner mit und warum hat keiner Zeit, warum gefällt keinem das, was mir gefällt, so, ja genau, deswegen. Ja, genau, deswegen. Das ist manchmal einfach schwer, man muss es sich so oft klar machen, bis man sich einfach durchschaut hat, weißt du. Hast du eine 10-minütige Erklärung, warum ich Schöpferin bin oder warum das wichtig ist, schon gehört? Ja, ja. Ja. Also gestern, das hast du gestern gemacht. Nein, heute in der Gruppe. Heute? Heute in die Frau, die alles hat. 10 Minuten sind es geworden. Ich habe mir es auch überlegt, ob ich es abschicken soll, dann dachte ich, komm, mach's weg. Ja, da freue ich mich jetzt drauf, da gehe ich es gleich anschauen. Ja, genau. Also, da geht es nämlich drum, da erwähne ich den Orient Express, weil du das jetzt auch gerade sagst. Aber wir sind ja eh alle eins, von daher passt schon. Also du mein Eins, ich sehe dich später. Ja, bis bald, schönen Tag. Tschüss. Tschüss.